Hallo meine lieben Hobbits-Menschen, Elben und Zwerge und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Build Mittelerde. Ja, wir werden das Projekt einfach so unter diesem Namen, denke ich mal, weiterführen. Der Stream ist jetzt schon über eine Woche her. Ich hatte ein bisschen viel zu tun, bin leider nicht zum Aufnehmen gekommen. Hat immer nur für Herr der Ringe Online gereicht mit Marvin. Ja, aber wie dem auch sei, es ist ja nicht so wild. Deshalb nehme ich ja jetzt weiter auf. Wie ihr seht, hat sich die Welt ein bisschen verändert. Ich habe ein neues Texture Pack drin. Was heißt neues Texture Pack? Also ich habe jetzt erstmal Swags drin. Mit der Herr der Ringe Online Mod Ent ja, mit dem Add-on quasi. Also so ganz zufrieden bin ich zwar nicht, weil es ist halt nicht so auf Mittelalter so ein bisschen alt gemacht, ne? Deshalb muss ich mal gucken. Ich habe leider noch nichts Besseres gefunden, also nur Chroma Hills und dann immer so wie hier. Ne? Wir haben hier Chroma Hills drin und also Chroma Hills hatten wir drin und dann hast du hier diese Default-Texturen. Muss ich mal gucken. Irgendwie müssen wir das noch hinbekommen, dass wir das auch anders hinkriegen. Aber naja, wie dem auch sei. Ich würde sagen, wir bauen ein bisschen die kleine, aber feine Butze eben weiter. Beziehungsweise brauche ich mal eben kurz noch, habe ich die Axt dabei? Ja, hier habe ich noch die Holzaxt, okay. Wird aber nicht mehr reichen. Muss ich mir aber noch was basteln. Dann basteln wir uns eben noch eine Steinaxt. Dinger haben wir auch nicht mehr. Doch, haben wir hier. Sticks. Haben wir noch im Inventar. Gott sei Dank. Genau. So. So, und zwar würde ich am liebsten erstmal nochmal das hier abreißen, auf jeden Fall. Ja, und ich merke gerade, dass der Minecraft-Sound tierisch leise ist. Dann muss ich doch... glatt mal lauter machen. Immer noch so leise. Alles klar. Ja, egal. Muss ich gleich mal fixen, das Problem. So, aber hier die Wand würde ich auch am liebsten. Ich würde das alles am liebsten noch mal ein bisschen abreißen. Ein bisschen schöner machen. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich habe im Übrigen, also wie gesagt, ich habe ja das Texture Pack geändert. Sehr unschwer zu erkennen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob das so erstmal so genehm ist, ob wir das erstmal weiternehmen sollten. Oder wieder zu Chroma Hills zurückgehen. Aber das Schöne an Swags ist halt, ich benutze es ja eigentlich nur in der Offline-Welt. Also wenn ich offscreen ein bisschen spiele oder so. Aber ich musste schon sagen, also ich finde es schon so okay, wenn es so einen leichten Comic-Style hat. Es ist jetzt ja nicht so übelst schlimm. Aber es ist halt ziemlich hell, ne?
ein ziemlich helles Texturenpaket. Okay. Gut. Ich würde mal gucken. Und zwar hatten wir ja auch eine Tür, genau. So, wir wollten ja eine Vordertür und eine Hintertür haben. So, das heißt, ups. So, so, so. Und die geht wieder weg. Zack. So. Tür steht. Dann gehen wir von der Tür aus. Will ich sagen, so. Und das war hier vor die Tür. Nee, machen wir auch anders. Um das Ganze so ein bisschen zu verbinden, sage ich jetzt mal. Ja? So als so eine Art ja, Schutz. Oder nicht Schutz, sondern so als so eine Art leichter Absatz von der Tür. Nicht direkt die Wand dran zu setzen, sondern diese wunderschönen Balken, die doch einiges ausmachen. So. Nehmen wir doch diese Balken. Hehe. So, und dann können wir hier drüber das so setzen. Und dann, also allzu groß wird die Butze jetzt auch nicht. Ja. Können wir eigentlich auch so machen hier. Hier ganz kurz gucken. Wo steht denn jetzt hier? Das nehmen wir auch nochmal weg hier. So, dann gehen wir hier lang. Zack. Zack. Die ist eine 3. Dann haben wir die hier auch noch zu einer 4er. Und dann geht es schon hier weiter. So, dann können wir ja hier. Zack, zack. Fenster rein. Gucken wir mal von außen, wie das aussieht hier. Ja. Irgendwie auch noch nicht so ganz das, was ich mir vorstelle, weil die Kante dahinter irgendwie scheiße aussieht. Ich glaube, das hätte ich lieber so. Aber dann sieht es von hier aus so. Moment. Hey. Genau, dann machen wir hier. Zack. Zack. Okay. Dann haben wir hier mal noch eine dran. Und gehen dann hier auch schief. Irgendwas stimmt nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, da muss ich gleich mal gucken, wie es aussieht.
irgendwie so wenig FPS hier. So, okay. Zack. Zack. Gut. Gehen wir noch einen rüber. Ja, wir gehen einfach mal noch einen rüber. Es wirkt dann aber so wirklich groß, oder? Enttäuscht, also sagt mir, wenn ich falsch liege, aber ich finde, es wirkt irgendwie so groß. Ah, wobei es geht. Nö, das. Was mir noch nicht gefällt, ist. Fenster. Weil im Prinzip. War es vorher hier doch richtig? Ach nee, dann war es ja wegen dieser Kante da drin. Ah, ich bin noch ein Idiot. Na gut, aber dann ist das halt so. Dann nehmen wir das erstmal so hin. Ich glaube, mehr Wände haben wir auch schon gar nicht mehr, ne? Aber ja, klar. Ist ja blöde. Müssen wir mal tatsächlich gucken. Aber vorher legen wir uns mal noch mal bei dem drüben ins Bett. Hier habe ich noch einen. Blobby. Weddle and Dope. Weil die Sonne geht nämlich gerade unter. Und ich hätte gerne etwas mehr Licht beim Bauen. Moment, aber hier passt es ja. Die ist richtig, die Wand. Ach so, von. Ah, Moment. Deshalb sieht es so scheiße aus auf der Seite. Alles klar. Ja, macht ja auch Sinn. Lang lebe der Kontrast. Moment, das bessern wir eben noch aus. So. 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 Jetzt gucken wir mal, jetzt passt mal auf. Beziehungsweise gucken wir gleich mal. Erst legen wir uns hin. Dann schauen wir mal, wie wir das noch weitermachen können. Und es regnet natürlich immer noch. Okay. Wenn wir jetzt mal von außen gucken. Von außen sieht es eigentlich ganz cool aus.
Wobei ich glaube ich. Okay, lassen wir mal so. Ganz kurz. Und nehmen mal dieses Shire Pinewood. Weil es sieht eigentlich honiggelbfarben aus. Sieht eigentlich ganz nett aus. Ja, gucken, wie es aussieht, wenn wir hier. Upsala, upsala. Das hier so dran packen. Oh. Klein und geräumig. Okay. Aber irgendwie bin ich mit der Bauweise nicht zufrieden. Tja, wollen wir mal gucken. Wie können wir das denn noch machen? Ja, wobei. Doch, ich bin schon relativ zufrieden mit der Bauweise. Warum habe ich denn jetzt auf einmal wieder 10 im Inventar? Na egal. So. Okay, wenn wir jetzt von hier aus einfach wieder ein Stückchen zubauen. Das heißt, Moment. Eigentlich wollte ich diese Säule hier wegmachen. Und hier noch so eine Holzsäule hochziehen. Damit die quasi ein bisschen gestützt ist. So, und hier, genau, hier können wir dann quasi auch so lang gehen. Es wird jetzt ja nur so eine kleine geräumige Bude, ja, wo man vielleicht ein bisschen Küche und Esszimmer haben und halt noch einen Weg in den Keller. Ich muss noch einen Keller bauen, damit wir da ein paar Truhen noch hinpacken können. Für wichtige Schätze und Edelsteine. irgendwie sowas. Stehen. Moment. Fang einfach mal auf der Seite an. Eins, zwei, drei. Eins, ups. Eins, zwei, drei. Los geht's. Okay. So. Machen wir hier einfach wieder so eine Säule rein. Ne, Moment. Mal gucken, wie es aussieht mit Fenstern. Passt. Passt nicht. Dann müsste ich die Säule rein theoretisch hier reinsetzen. Und vom Kontrast her auch nach außen. Ich mag so eher die Doppelfenster. Ich bin nicht so der Einmannfenster. Bin ich nicht so der Fan von. Weil dann haben wir gleichzeitig noch eine kleine Raumaufteilung. Jetzt haben wir natürlich kein Dope mehr. Aber so ungefähr. Das Ganze ist zwar jetzt relativ viereckig, aber es ist, dient ja nur als, ich sage jetzt mal, als kleines, als kleine Butzenvorlage, ja. Würde ich sagen. Genau. Okay, gut, dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge einfach mal weiter.
Wie gesagt, wenn euch das mit dem Texture Pack stört, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Und ja, dann werden wir es sehen. Dann werde ich das gegebenenfalls dann nochmal bald ändern vielleicht. Ja, also ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Ciao.